Ja, hallo, hier ist der Conny wieder. Ich möchte euch heute mal ein besonderes Werkzeug vorstellen. Und zwar ist es die Siphonzange von Knipex, die 8111 in der Länge von 250 mm. Und die hat eine Reichweite von 10 bis 75 mm. Das Ganze sieht so aus: Man hat hier so Backen, die sind also mit Kreuzschlitzschrauben festgeschraubt, sitzen fest. Man kann die hier mit dem Druckkopf verstellen, die rastet auch mit einer feinen Verzahnung. Und ich zeige euch mal, warum ich mir die angeschafft habe und was ich damit vorhab. Und seht ihr gleich am praktischen Beispiel. Also in meinem Fall habe ich speziell die Zange mir besorgt. Und zwar, ich habe folgendes Problem. Ich habe im Studio immer wieder die Sache, dass ich so Türgriffe montieren muss. Die haben so einen Bajonettverschluss hier, sieht man das? Und die werden auf dem Türblatt montiert und teilweise kriegt man die gar nichts mehr runter. Also nur mit einem Handschuh oder mit Werkzeugen. Da besteht halt immer die Gefahr, dass man das verkratzt, das Türblatt. Und da ist mir diese Zange aufgefallen, die habe ich entdeckt im Internet. Habe die noch ein bisschen modifiziert. Und zwar habe ich hier Klebeband auf die Seiten, wo ich das Türblatt verkratzen könnte, geklebt. Und ich nutze das jetzt so. Ich setze das an hier. Natürlich von der Weide richtig. Fasse die Rosette, drehe sie und habe sie in der Hand. Also man sieht, das geht richtig gut. Und er kann die richtig festsitzen. Man kriegt das locker mit der Zange ab. Und die Tür ist picobello. Man verkratzt nichts mehr und ist einwandfrei. Natürlich kann man die Zange auch für andere Sachen einsetzen. Also alles für extrem empfindliche Oberflächen, so Metall oder auch Kunststoff oder wenn man wirklich keine Kratzer ins Material machen will. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Teil, hat mir schon viel geholfen. Ich hoffe, der Tipp hat euch wieder weitergeholfen. Bis bald, ciao.